So, jetzt haben wir 6. Immerhin, sehr schön. Ja, ja, 6 haben ist immer, 6 haben ist immer gut, ne? Haha. So, und weitere Höhlen waren hier, glaube ich, auch noch. Eine zumindest sollte hier noch sein, wenn ich mich richtig entsinne. Habe ich 3 gesehen. Genau. Einfach geradeaus. Vielleicht ist da ja auch ein Ei. Weiß man ja nicht. Eieiei, was sehe ich da? Ein Ei. Gut, dann haben wir 6 davon. 9 brauchen wir, glaube ich. Hm. Könnte knapp werden. Könnte aber auch klappen. Gerade oben bei Raven könnte es ja sein, dass es hier noch irgendwo... Oder ist der Ausgang quasi einfach die Höhle? Der Ausgang wird die Höhle sein. Hier ist nicht noch eine Höhle. Okay. Dann teleporten zurück zum Xardas, weil da hoch möchte ich nicht laufen. Und dann ab zu Arkhiels Hof. Falls es Arkhiels Hof ist. Ich hoffe es. Und danach gehen wir noch zu Raven. Und checken das mal aus. Ein paar Höhlen sind ja noch irgendwie offen. Hm. Dann haben wir aber die Insel wirklich sehr, sehr gut erkundet. Also ich glaube, viel mehr kann man denn gar nicht machen. Ah, falsche Waffe. Ich wusste nicht, dass da auf einmal Echsenmenschen stehen. Alter. Das geht schief. Alter, 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 Alter. Oh. Das war Skill. Das hat aber auch nur geklappt, weil wir wirklich Glück hatten. Eieieiei, die haben uns ja gerade wirklich gut überrascht. Ein schöner Ambush, ja. Ambush ist Englisch und heißt Hinterhalt oder Ambush. Huiuiuiuiuiui. Die hier auch irgendwo ein Ei haben? Ist ja keine Höhle, ne? Aber ein dickes Ei war es trotzdem. Donnerlittchen. So. Und mit einem Blick auf meine Uhr zeigt mir das an, dass es wahrscheinlich Zeit ist für eine neue Folge. Wahrscheinlich habe ich gerade eben dieses so benutzt, um eine neue Folge einzuleiten. Deshalb herzlich willkommen zurück, falls das der Fall sein soll. Und auf Wiedersehen, falls es nicht der Fall sein soll und ich gleich Schluss mache. Beim Cutten suche ich ja immer als Let's Player, das machen ja viele so, die spielen einfach. Manche machen dieses folgenweise Spielen. Ich spiele immer gerne einfach so am Stück, weil es ja primär dann doch um meinen Spielspaß geht und ich nicht dauernd irgendwie im Kopf haben will, dass ich ja gleich wieder aufhören muss und ja wieder anfangen muss und wieder aufhören muss. Deshalb, ja, ich weiß nicht, ist jetzt gerade so mein Stil. Zumindest bei Gothic. Manchmal gefällt es mir auch, es genau anders zu machen. Aber zum Beispiel bei Crysis habe ich es anders gemacht. Da fand ich das auch ganz gut mit den... Ja, mit dem folgenweise Aufnehmen. Das ging nämlich toll, weil man sich dann nämlich nicht so viel Zeit nehmen musste. Wenn man mal einfach eine Viertelstunde hatte, hat man mal eine Viertelstunde aufgenommen. Eigentlich auch ganz gut. Vielleicht mache ich das nächste Let's Play dann auch wieder so. Aber wie gesagt, es gibt ja eine Umgestaltung. Das heißt, es ändert sich hier sowieso ein bisschen was. Aber dafür müsst ihr keine Angst haben. Euch bleibt der liebe Bernhard erhalten. Aber eben in etwas anderer Form. So, und du erzählst mir bestimmt, dass dir ein Schaf abhanden gekommen ist, ne? Ich quatsch dich einfach mal an, weil bestimmt ist dir ein Schaf abhanden gekommen. Die Banditen haben eins gerissen, ne? Gib's dazu. Gibt's irgendwas Neues? Gab es irgendwas Neues in den letzten Tagen? Geh doch einfach mal den Feldweg zur Stadt entlang. Wenn du einem Kerl mit einer schwarzen Kutte begegnest, dann weißt du, was es Neues gibt. Ich seh's auch gerade schon. Da hinten sind nämlich Orks. Einfach mal vor diesem Feld. Das ist ja mal übelst übel. Ich meine, alter Schwede. Das geht ja gar nicht. Alter Schwede. Alter Schwede, so viel Ork-Krieger. So, ist ja mal ein Statement, ne? Das kann ich eigentlich mal unkommentiert lassen. Ich meine, es war nicht mal Ork-Speer. Es waren halt Ork-Krieger. Alter Schalide. So, na dann, alles schön aufgereiht hier. Da ist nichts. Im Halbkreis. Da ist nichts zu holen. Klasse Sache. Ich denke mal, damit haben wir bestimmt eine Quest erledigt. Von wegen, ja, die Orks belagern unser schönes Feld. Hilf uns doch bitte. Na, Lobart, wie geht's deinem Hof? Achso, wir haben die Orks übrigens beseitigt. Ich habe die Orks von deinem Land beseitigt. Innos sei gedankt. Ich kann dir nicht viel geben. Aber ich hoffe, du erkennst meine Geste der Dankbarkeit an.
Ja, natürlich. 150 Gold ist eine ganze, ganze Menge Gold für einen armen Schlucker wie dich. So, dann gehen wir mal zu Vino. Warte mal. Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Wir werden bald diesen Hof aufgeben und zu euch Söldnern auf Onas Hof ziehen, fürchte ich. Mhm. Schade. So, war das eigentlich jetzt Akil? Nee, es war Lobat. Wo ist denn Akils? Ach, dann ist Akils Hof der in der Mitte. Ah, naja, gut. Warte mal. So, ansonsten wäre es einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Machen wir es einfach mal. Vielleicht klappt es ja schon. Wir haben ein bisschen Geschick dazu bekommen. Und Bams. Sehr schön. Schade, dass es nichts Neues gibt, weil Vino hat eigentlich eine Quest für uns. Aber wir können ja auch ohne seine Quest dorthin gehen. Aber vielleicht quatschen wir mal mit einem anderen. Vielleicht. Nee. Wie sieht es eigentlich mit der Dame des Hauses aus? Die können wir ja auch mal besuchen. Mal noch fleißig am Kochen. Hilda? Hm? Hey, du. Alles klar? Könnte besser sein. Okay, dann machen wir mal, dass es dir noch ein Stück schlechter geht und klauen noch deinen Geldbeutel. Natürlich nur für die Erfahrungspunkte. 160 Erfahrungspunkte ist halt ein halber Ork, ne? Das kann man nicht einfach so liegen lassen. Schon mächtig. So. Klasse, wie sieht es eigentlich aus mit der Erfahrung? Noch knapp 5000 Erfahrungspunkte und 28 Lernpunkte haben wir offen. Genau, wir wollten ja die Sache mit dem Geschicklichkeitstrank durchrechnen. Das sollten wir auch mal machen. Aber wichtig ist vielleicht, dass wir die Geschicklichkeitspunkte jetzt nicht uns mit Innos erbieten, weil die ja noch relativ billig sind. So. Ach, und wir brauchen ja auch noch ein paar Erfahrungspunkte für die Angelegenheit mit diesen... mit der Sprache der Erbauer, die haben wir ja auch noch nicht gemeistert. Ist alles sehr wichtig, darf man alles nicht vergessen hier. So, okay, wie sieht's denn eigentlich aus? Wir suchen immer noch nach Eiern. Wo wollte ich denn da suchen? Ach ja, bei Raven. Genau, gibt's denn hier noch irgendwo? Ich guck mal nochmal kurz auf den Palan. Ob es hier noch irgendwo eine Höhle gibt, die vielleicht... Nee, die da hinten haben wir schon ausgenommen, das weiß ich noch ganz genau. Aber die Höhle da in der Mitte, die würde mich auch nochmal interessieren. Ich drehe mich einfach mal um und gehe mal in diese Richtung. Wenn es denn die richtige ist. Ja, ist die richtige Richtung. Gehen wir mal da lang und gucken uns diese eine Höhle in der Mitte nochmal an. Ich weiß nicht, ob wir die schon ausgenommen haben oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob die hier unten ist oder irgendwo oben auf einem Berg. Müssen wir einfach mal suchen, das Ding. Irgendwie kommen wir da schon hin. Und... anschließend, wenn wir denn 9 Eier haben oder 11, ach Gott, ich weiß es nicht. Wir müssen einfach alle Höhlen abklappern. Ist einfach unsere Prämisse. Anderes können wir einfach nicht machen. Ja. Das Wichtigste überhaupt sind alle Höhlen abzuklappen. Abzuklappern. So, Schürhaken, silberner Ring ist immerhin ein bisschen Geld wert. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Ja, 2000 ist nur wirklich nicht wenig. Und dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, was genau wir lernen wollen. Ist nämlich dann doch relativ wichtig, weil so viel Level wird unser Held nicht mehr bekommen. Muss ich hier runter oder darüber vielleicht? Oder sag mal was, du liebe Karte. Ja, kann sein, dass ich da runter muss. Ich speichere einfach mal. Müssen wir uns nämlich Gedanken machen, was wir noch so lernen wollen. So, ich möchte nämlich auf jeden Fall 90 Geschick mit euch erreichen. Nicht nur für den ganzen Taschendiebstahl, der daraufhin folgen kann, sondern einfach auch wegen eines besonderen Bonus, der uns dann geschenkt wird. Toll. Und die ganzen Dinger nochmal pflücken. Das war doof. Und hui! Vielleicht sollten wir da rüberspringen und dann runtergehen. So tief sah das gar nicht aus von hier oben. Aber Gothic gibt einem sowieso ein relativ schlechtes Gefühl von Höhe. Das ist, weiß nicht, der Engine geschuldet, keine Ahnung. Ja. So, na gut, sind wir unten. Der Feldräuber soll ruhig kommen. Vor dem habe ich nun wirklich keine Angst. Aber hier unten waren wir noch nicht. Es könnte sein, dass wir hier vielleicht einen Trank der Geschicklichkeit oder sonst irgendwas, eine Goblinbeere, eine Drachenwurzel finden oder sonst irgendwie etwas in der Richtung. Ich würde ja sowas hier unten verstecken als Piranha. Einfach, weil man hier nicht so häufig hinkommt. Ich glaube, ich war hier unten auch noch nie. Und ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt. So, kommt mal her. Ihr wart auch schon mal schwieriger.
Dicker Taschendiebstahl ist quasi zwei Feldräuber oder ein halber Ork. So. Aber schön die Augen offen halten, Bernhard. Es kann ja sein, dass hier wertvoller Stuff liegt. Oh, da hinten ist eine Höhle, glaube ich. Sieht so dunkel aus. Und hier waren wir auch definitiv noch nicht. Also wenn hier Eier liegen, dann haben wir die auch noch nicht. Oh, oh. Oh, shit. Zähe Biester, diese Waage. 300 Erfahrungspunkte sind auch nicht wenig. Na gut, aber unser Held ist mittlerweile einfach zäher. So, es waren noch vier Waage. Das heißt, hier müsste doch irgendwo noch ein Fell liegen. Da ist nichts zu holen. Ha. Okay. Und da ist eine Höhle. Sehr schön. Und da sind noch mehr Waage. Ich speichere mal ganz kurz. So, ist das ein Kronstöckel? Nee, ne? Eine Feuernessel. Schade, schade. So, ihr sollt bitte auch nochmal dran glauben. Sind ja nur drei. Ist ja lächerlich. Und da ist ein Schattenläufer. Auch schön. Wertvolles Fell. Was ich an diesen Tieren mag, ist, dass sie nicht blocken können. Da kann man wirklich einfach raufhauen. Und das Ganze wird was. So, jetzt gucke ich mich nochmal ganz kurz einfach mal so um. Hier ist es so viel dichter als da oben in der Insel. So viel Vegetation hier, dass man mal schnell was übersehen kann, was vielleicht wertvoll ist. Ich glaube, da geht's nach oben. Hm. Haben sie aber schön gemacht, ne? Muss man wirklich sagen. Also Gothic 2 ist einfach ein hübsches Spiel. Mir gefällt die Engine total. Ich habe auch einen Kumpel, der das gerade zockt, wie er. Und der meinte auch erstmal ursprünglich so, oh, voll die scheiß Grafik und so weiter. Aber nachdem er es ein bisschen gezockt hat, hat er sich richtig in die Engine verliebt. Und ja, das geht eigentlich vielen Leuten so, wenn sie das spielen. Das spielt sich einfach flüssig und gut, wenn man von den ganzen Bugs mal absieht. Die leider wirklich zahlreich sind, zumindest in unserem Spiel hier. Kann aber auch an der Aufnahme liegen, dass ein Computer eben ein bisschen beanspruchter ist, dadurch, dass wir immer aufnehmen hier nebenbei. So, Schattenläufer mal eben mit zwei Streichen umgehauen. Ich meine, ist ja auch nur ein Schattenläufer. Und langsam, muss ich sagen, sind wir dabei, die ganze Insel auszurotten. So, schön dunkel, dass man nichts sieht. Großartig, hier sind doch bestimmt Echsenmenschen drin. Das ist so eine versteckte Höhle. Ja, sehr schön. Große Klasse. Speichern wir nochmal ab. Das sieht nach einer großen Halle aus, da passen viele Echsenmenschen rein. Oh, ich sehe schon Ei. Sehr schön. Oh, kein kritischer. Oh, nochmal kein kritischer. Der Typ hat ja ein Glück. Das ist ja... Tja, alles fällt vor unserer Schneide nieder. Alter Schwede, die haben ja alle gar keine Chance mehr. Da ist nichts zu plündern. Also ich glaube, im One-on-One besiegen wir so ziemlich alles. Bis auf vielleicht noch irgendwie Leute wie Gorn oder sowas. Die sind ja auch ultra stark. Aber das, das war schon mächtig. Da hinten geht's weiter in der Höhle. Wir nehmen erstmal dieses Ei mit. Waren das zwei Eier? Der hat sich doch gerade eben runtergebückt, oder? Wenn wir jetzt acht haben, waren das zwei Eier. Wo sind die Eier? Das waren zwei Eier. Wie cool ist das denn bitte? Und da geht es noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ja noch was. Oh, eine Tür. Alter, das ist ja hier voll... Nice, eine Stufe sogar noch bekommen an so einem kleinen Goblin. Nichts. Das sieht auch selten. Ah, ich gucke natürlich nur rein wegen der Äpfel. Und natürlich auch wegen eines Schlüssels, der eventuell hier auf uns wartet, damit wir da durchkommen können. Da ist so viel Blut an der Wand, das ist bestimmt nicht schön, was dahinter ist.